Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme und Folge von Minecore. Ich würde sagen, wir hauen uns auf den Server, starten den Timer. Ja, die letzte Folge habe ich leider damit verbaselt. Zu verzaubern. Und es war leider nicht so erfolgreich, wie ich es mir erhofft habe. Das ist schade. Denn, was jetzt total cool ist, da ist Glück drauf. Glück 2. Und wir haben nur einen Lapis. Okay, also ich muss mir das mal markieren, dass ich das nicht vergesse. Hier erstmal nur mit Buch. Gut, dann lassen wir hier mal ein bisschen das Zauberzeug zurück. Genau, nicht, das wollten wir auch noch machen. Ach ja, wir wollten das so viel machen. Gewürzsamkeit. So, Schutz 1, Schutz 2, Schärfe, Schärfe 1, Schärfe 1 und Schärfe 4. Also Schärfe 5 werden wir uns halt dann, also müssen wir uns ja zusammenbauen. Aber naja, was soll's. So, das kommt hier auch nochmal mit rein. Die Bücher lassen wir auch hier. Kohle. Ja, genau. So, Netherzeugs. Bleibt mal hier. Boah, ist das hell. Ja, und wie gesagt, es bleibt uns leider nichts. Also, es bleibt uns leider tatsächlich nicht erspart. Bogenstärke 1. Dass wir uns jetzt tatsächlich nochmal aufs Minen konzentrieren müssen. Aber so ist das halt, ne? Ja, die will ich jetzt auch nicht. Warte mal, ich habe doch eine Sache, ich hatte da doch eine Sache gelesen. Und zwar. Ah, okay. Gut, dann müssen wir die hier, Effizienz und Haltbarkeit, ist eigentlich ganz gut. Dann schmeißen wir da nämlich dann das Glück 2 drauf. Müsste ja rein theoretisch funktionieren, weil auf Behutsamkeit geht es leider nicht. Das wäre natürlich richtig gut. Gut. Okay, unsere Farmen sind, die sind auch zumindest voll. Hier ist wahrscheinlich jetzt in der Zwischenzeit noch nicht so viel gewachsen. Könnt ihr überhaupt schon wieder? Na? Muss halt aufpassen, also es ist halt echt blöd, dass man... Ich glaube, die sterben zu blöd. So, kommst du da raus? Kleine Kuh? Kleine Kuh? Ja. Fein, machst du das? Ja, Kuckuck. Nein, nicht da hoch. Hier rein. Da, in den schönen Wasser. Ja, komm her. Ja, komm her. Wunderbar. So, jetzt ist halt das Riesenproblem, dass die da unten, also es... Ja, naja, was auch immer. Einigermaßen funktioniert. Achso, warte, einigermaßen funktioniert es ja. Deswegen klaue ich mir mal die Steaks da raus. So, und Eier wollte ich noch haben. Weil wir hier nur zwei von denen haben. Da steht eins drin. Und der Werfer müsste leer sein. Wie kriege ich denn... Eimer habe ich ja noch an der Hand, ne? Aber eigentlich müsste ich... Hm.
So, und zwar... So, dann können wir nämlich den Werfer irgendwann mal ausräumen. Also kommen wir da so hin? Ja, kommen wir hin, super. Okay, das ist gut. Dann produzieren wir uns jetzt nämlich erstmal ein paar Eier. So, und hier kriegen wir dann bei Zeiten einen Kobbel her. Nur noch mal gucken, dass das so funktioniert, wie das soll. Jo. Das tut es. Das ist gut. Ja, gar keine schlechte Idee. Wir könnten natürlich auch jetzt noch mal irgendwie... irgendwie sehen, dass wir das noch mal so umbauen, dass da... Ja, was wir da noch andere Sachen mitmachen können, aber... Ja, das ist es jetzt erstmal nicht. Denn unser Problem ist tatsächlich ein anderes. Wir brauchen Lapislazuli. Ich weigere mich ein bisschen in die Mine von Teartor zu gehen. Weil wir uns schon so viel von ihm abgeguckt haben. Also einfach, ne? Muss ja nicht sein. Deswegen will ich nochmal was in Betracht ziehen. Und zwar brauche ich dafür noch eine Info. Läppisches Lazuli. Erz. Okay, also ungefähr Schicht 15, 16 müssten wir hin. Wie sieht's aus? Sind wir gerüstet? Nein. Okay. Fackeln haben wir auch nicht genug dabei, Holz auch nicht. Dann kann uns ja fast nichts mehr passieren. Okay, wie sieht's? So, super. Okay. Ich brauche mal kurz die Info. Wo sind wir? Wir sind auf Höhe 45. Also mal 30 nach unten. Na, herzlichen Glückwunsch. Wollen wir mal hoffen... Achso, Shader habe ich wieder angemacht, genau. Wollen wir mal hoffen, dass das so alles hinhaut. Wenn es zu dunkel wird, müsst ihr Bescheid sagen, ne? Dann mache ich nämlich Licht an. Okay. Also müssen 30 Meter nach vorne buddeln. Die Spitzhacke hält das übrigens kein Stück aus. Habe ich noch eine mehr? Noch eine mehr? Nee. Ja, und wie ihr beim Teartor gesehen habt, ja, alles klar. Also muss die dran. Ist das mit den 1000 Schienen gar nicht so einfach. Also selbst wenn man glaubt, sehr viel Eisen zu haben. Ich dachte so, oh ja, ich meine, wir waren zwar nicht so erfolgreich beim Minen, aber ein bisschen was haben wir ja auch. Aber ist schon echt ein Haufen, was da zusammenkommt an Schienen, die man braucht. Jetzt muss man natürlich keine, nicht mit Booster-Schienen arbeiten, das können wir auch gar nicht, denn dafür fehlt uns eindeutig das, Zeug dafür, also das Gold. Oh. Du, wenn es hier ist, ne? Bevor es sich jemand anders holt. Und darauf achten, dass die nicht kaputt geht, diese spitze Hacke. Wir haben doch Name Tags, ne? Dann kann man die doch besser, also einfacher, günstiger, so, das war das Wort, das ich suche, wieder reparieren. Ist das nicht so? Ich weiß das nicht, aber ich glaube wohl.
Müssen wir mal ausprobieren. Gold! Na Mensch, guck an. Gold. Würde ich sagen, warten wir aber auf die Glücksspitzhacke. Eigentlich blöd, dass ich jetzt das ganze Zeug ab. Ich baue jetzt nichts mehr ab. Gar nichts mehr. Und auch nur noch genug, also ausreichend Lapislazuli, das wir benötigen, um 22. So, das ist 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15. Ist das dein scheiß Ernst? Du willst mich doch verarschen. Kommst du genau auf dieser Höhe raus, ne? Und was ist? Hängt da Lapislazuli-Erz an der Decke. So, das scheint entweder ist das da, entweder waren wir da schon und haben das Lapislazuli nur einfach nicht mitgenommen. Oder wir sind gerade irgendwo anders. Was natürlich auch immer sein kann. Ich finde, dass dieses Lied sehr nach Randall's Monday klingt. Also warte mal, und Schwert. Das ist aber mein verzaubertes, ne? Das will ich jetzt erstmal nicht benutzen. Okay, apropos will ich erstmal nicht benutzen. Ja. Nur so viel, wie wir brauchen. Das reicht. Und dann, oder, gehen wir schnell wieder nach oben. Das ist cool. Das Ding mit der Glücksspitzhacke, das Ding hier repariert, das wird hier richtig gut. Man könnte das jetzt natürlich auch noch auf die Behutsamkeitsspitzhacke irgendwie so bauen, ne, dass da dann maximal, also maximaler Erfolg quasi mitgegeben ist, dass wir, na sag schon, was will ich sagen, dass man, kann mich gerade nicht konzentrieren, das ist blöd, aua, lass mich doch in Ruhe. So. Ja, ja, genau. Von wegen und du. Hm? Oh, der geht weg. Super. Genau, dass man unten halt möglichst gut sein Inventar ausnutzen kann. Das wollte ich eigentlich sagen. Suche ich. Noch unseren Freund Herrn Ender. Naja. Alles Klörchen. Aber jetzt. Ich wollte mir noch das Buch mitnehmen. Und Glück 2. So. Super. Wie teuer ist es, die Spitzhacke zu reparieren? Wahrscheinlich sehr. Die da einfach rein. Das ist ja natürlich auch eine Schweinerei. Wahrscheinlich ist es fast so teuer, die zu reparieren, als... Warte mal.
Wo haben wir das denn? Das will ich nur mal eben schnell. Also ich will das nur wissen, weil das wäre halt blöd, wenn nicht. Namensschild. Eigentlich kann nicht selbst hergestellt werden, es kann aber in verließenen Festungen oder mit Glück beim Angeln gefunden werden. Dafür man kaufen. Namensschilder sind stapelbar, sofern sie den exakten gleichen Namen haben. Alle Kreaturen. Die Kreatur hält nach einem Rechtsklick den zuvor am Umbruch festgelegten Namen. Der Name ist natürlich verschwindet damit. Bla bla bla. Wie auch gezähmte Dorfbewohner. Ach so. Nee, ist mir jetzt auch erstmal wurscht. Oh. Kommen wir woanders hin? Hier so? Danke. Was macht das denn? Okay, ein bisschen was. Na gut. So. Ambosch. Spitzhacke. Zwei Diamanten. So. Effizienz, Haltbarkeit, Glück. Hi. Super. Dann kommt das mal hier hin. Ich will das jetzt mal ausprobieren. Wenn nicht, ist ja auch egal, aber. Haki? Schade. Okay. Mini. Also so wie Mini, so. Okay, warte. Wenn wir schon mal dabei sind, dann heißt du jetzt ab sofort Luti. Cool. Geht sogar ohne Namensschild. Wusste ich nicht. Wieder was gelernt. Okay. Haben wir zwar eine Menge an Erfahrungspunkten dahin gegeben, aber was soll's. So, das kommt hier hin, das kommt hier hin, das behalten wir mal. Das Holz, weißt du was? Das Holz wird jetzt mal komplett in Sticks umgewandelt, denn ich brauche ganz, ganz dringend Fackeln. Weizen müssen wir nicht mitnehmen. Und ich will nicht dauerhaft mit Luti schlagen. Da reicht das normale Eisen schon. So, das müssen wir auch nicht mit uns rumschlagen. Das müssen wir auch nicht mit uns tragen. Dahin, dahin, das ist okay. Das neuer Stack, Bruchstein, so, Granit, komm weg. Werkbank ist okay, Bett ist okay, wobei Bett ist eigentlich auch überflüssig, aber okay. So, Knochen habe ich hier gesehen, da habe ich auch was anderes gesehen, nämlich so Zeugs. Also, jetzt. So, Mini ist das, ist okay. Eisenschwert zum Hauen. Ich würde, glaube ich, gerne noch. Jetzt habe ich noch kein Holz mehr dafür. Das ist natürlich ärgerlich. Ah, ein nachgewachsener Baum. Schön.
Ah, haben wir die Folge schon wieder vertrödelt. Ich wollte doch so gerne irgendwie vorankommen. Naja. Oh, ein Apfel. Noch einer. Ah, warte kurz. Warte kurz. Hier kommt nämlich das Zeichen. Aber ich will noch eben schnell den Baum decayen lassen. Beziehungsweise ihm dabei helfen. Sü, sü, sü. Das mal weg, das mal weg, das mal weg. Der weg, das weg, dem weg. Und hat sich nicht gelohnt. Na gut, okay, ist egal. So, immerhin haben wir jetzt hier wieder 24 Blöckchen. Kann ich rechnen? 12, 24? Ja, okay. Super. Schnell ins Haus rein. Und nochmal was essen. Für sowas nehmen wir mal. Ja, ab ins Haus und ausgelockt. Danke fürs Zusehen in der nächsten Folge. Was haben wir da vor? Ich gehe auf jeden Fall nach da unten, werde da ein bisschen ausleuchten und nehme die ganzen Sachen mit der Glücksspitzhacke mit. Da muss einfach ordentlich Zeug bei rausspringen. Also drückt mir die Daumen, dass das gut wird und ja, danke und bis zum nächsten Mal. Euer HeyJJ. Ciao.